Es spricht Frank von unserer Gruppe Frente Unido America Latina. Liebe Freunde der lateinamerikanischen Völker, liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Gäste, in den vergangenen Tagen jährten sich zwei Ereignisse, die unmittelbar das Leben der lateinamerikanischen Völker betreffen. Die Verkündigung der Monroe-Doktrin zum 200. Male sowie der offizielle Beginn der Blockade gegen Kuba seitens der USA zum 62. Male. Betreffs beider Ereignisse nehme ich Bezug auf eine Pressemitteilung des Vorstandes des Netzwerks Kuba Informationsbüro e.V., eines Zusammenschlusses von über 40 kubasolidarischen Gruppen in der Bundesrepublik Deutschland vom 29.01. dieses Jahres, in der es heißt, unter der Überschrift Gefährliche Nachbarschaft seit über 200 Jahren USA gegen Kuba. Die Monroe-Doktrin wurde vor genau 200 Jahren vom damaligen US-Präsidenten James Monroe proklamiert und forderte die europäischen Mächte auf, die nunmehr unabhängigen Staaten Lateinamerikas nicht zu rekolonialisieren. Das Motto lautete damals: Amerika den Amerikanern. Aus der Region wird nun Kritik daran stärker, denn die USA mutierten selbst zu Kolonisatoren und Aggressoren. In einem aktuellen Gesetzesvorschlag im US-Kongress heißt es, dass die Politik im Laufe der Zeit, Zitat, von vielen politischen Entscheidungsträgern der USA als Mandat für die Einmischung der Vereinigten Staaten in die Angelegenheiten der lateinamerikanischen und karibischen Länder interpretiert wurde, um die wirtschaftlichen und politischen Interessen der Vereinigten Staaten zu schützen und zu fördern, ungeachtet konkreter Bedrohungen durch ausländische Mächte. Zitat Ende. In jener Vorlage werden auch die unzähligen Annexionen, Besetzungen, Militärinterventionen der USA gegen ihre südlichen Nachbarstaaten aufgezählt und kritisiert. Hierzu gehören die 1898 vom US-Militär besetzten Gebiete von Puerto Rico und Kuba, die bis heute kontrolliert werden, wie das Hafengebiet von Guantanamo im Südosten von Kuba, das zunächst zudem völkerrechtswidrig als Folterlager diente. Und seit dem 3. Februar 1962 praktiziert die Supermacht USA eine umfassende Wirtschafts-, Finanz- und Handelsblockade gegen den Nachbarn Kuba mit desaströsen Negativfolgen für die Bevölkerung und die sozioökonomische Entwicklung der Gesellschaft. Bislang betreibt auch US-Präsident Biden diese aggressiven, feindseligen und rechtswidrigen Maßnahmen weiter. Doch der Gegenwind wird stärker. An dieser Stelle möchte ich einen Artikel des langjährigen Lateinamerika-Experten Volker Hermsdorf aus der Wochenzeitung Unsere Zeit von gestern, Freitag, dem 9. Februar, zitieren. Es heißt darin: Es scheint wie ein Wunder, doch es ist das Ergebnis des Widerstands eines unbeugsamen Volkes und der internationalen Solidarität. Seit 62 Jahren scheitert der Versuch des mächtigsten Landes der Welt, die Regierung und die Bevölkerung Kubas in die Knie zu zwingen, die es wagten, den Weg zum Sozialismus einzuschlagen. Jahr für Jahr wird der Schurkenstaat USA, so hat er das Noam Chomsky genannt, dafür in der UN-Vollversammlung nahezu einstimmig verurteilt. Trotzdem haben alle 13 seit dem Sieg der kubanischen Revolution amtierenden US-Präsidenten die längste und umfangreichste Blockade der Menschheitsgeschichte ständig verschärft. Kuba verliert dadurch heute alle 2 Stunden 1 Million US-Dollar, die im Gesundheitswesen, der Energieversorgung, für den Erwerb von Medizin, Nahrungsmitteln und anderen Gütern fehlen. Ein aus namhaften Juristen bestehendes internationales Tribunal warf Washington am 17. November 2023 deshalb die Verletzung des Völker- und des Menschenrechts vor und bezeichnete die US-Sanktionen als Maßnahmen, die, Zitat, auf ein Verbrechen des Völkermordes hinauslaufen können. Der damalige US-Präsident Dwight D. Eisenhower war nach dem Sieg der von Revolutionsführer Fidel Castro angeführten Rebellenarmee davon überzeugt,
die antiimperialistische Regierung innerhalb von 60 Tagen, spätestens aber 60 Monaten stürzen zu können. Zunächst ordnete er an, den Import von Kubas wichtigsten Exportgut, Zucker, zu drosseln. Eine von seinem Nachfolger John F. Kennedy am 3. Februar 1962 unterzeichnete Präsidialverfügung gab dann das Startsignal für ein umfassendes Netz von Sanktionen, unter denen bis heute alle Bereiche des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens in Kuba leiden. Die Begründung dafür hatte US-Staatssekretär Lester D. Mallory im April 1960 in einem Memorandum geliefert, in dem er auch die bis heute unverändert geltenden Ziele formulierte. Die Mehrheit der Kubaner unterstützt Castro, stellte er fest. Das einzige absehbare Mittel, um ihm interne Unterstützung zu nehmen, hieß es weiter, bestehe deshalb darin, mittels Enttäuschung und Unzufriedenheit aufgrund wirtschaftlicher Mängel und Elend das Wirtschaftsleben zu schwächen und Kuba Geld und Versorgung zu rauben, um die Nominal- und Reallöhne zu reduzieren und Hunger, Verzweiflung und den Sturz der Regierung hervorzurufen. Wenn ich das lese, bin ich versucht zu glauben, dass dieser Satz oder diese Bemerkung nicht vor 62 Jahren, sondern vor 62 Tagen hervorgebracht wurde. Auch US-Präsident Trump war sich nicht zu schade, ganz klar zu formulieren, dass das Ziel seiner Regierung die Erdrosselung der Wirtschaft Kubas ist. Wir sollten daran denken, wenn sie wieder einmal mit irgendwelchen Menschenrechtsgesäusel um die Ecke kommen. Nach der im April 1961 gescheiterten Invasion einer CIA-Söldnerarmee in der Schweinebucht, in deren Verlauf Fidel Castro die kubanische Revolution zu einer sozialistischen erklärte, folgte Kennedy dem Vorschlag von Mallory. Mit seiner Verfügung vom 3. Februar 1962 untersagte er sämtliche Handelsbeziehungen zwischen den USA und Kuba. Zwei Wochen später wurde die Einfuhr von Produkten auch aus Drittländern verboten, wenn ein Rohstoff dafür aus Kuba kam. Seitdem haben alle US-Regierungen den ökonomischen Druck auf die Bevölkerung der Insel weiter verschärft. 1996 unterzeichnete US-Präsident William Clinton das Helms-Burton-Gesetz, was verlogenerweise als Cuban Liberty and Democracy Solidarity Act verbrämt wurde. Mit dem jedes Nicht-US-Unternehmen gerichtlich belangt werden kann, wenn es mit Kuba Handel treibt. Während der Covid-19-Pandemie wurden von Donald Trump 243 zusätzliche Maßnahmen ergriffen, von denen Präsident Joseph Biden bisher keine einzige zurückgenommen hat. Außerdem setzte Trump Kuba im Januar 2021 auf eine US-Liste von Staaten, die angeblich den Terrorismus fördern. Dabei wurde Kuba selbst Opfer von Terroristen, die von der CIA ausgebildet und von den USA unterstützt wurden. Dazu gehören neben der Invasion in der Schweinebucht die Explosion des Kubaner-Fluges 455 im Jahr 1976 und zahlreiche Bombenanschläge auf Hotels. Seit den 1960er Jahren wurden bei Terroranschlägen in Kuba und gegen kubanische Einrichtungen im Ausland 3.478 Menschen getötet und 2.099 dauerhaft verletzt. Doch Kuba unterwirft sich nicht. Einen Tag nachdem US-Präsident Kennedy seine Verfügung zur Blockade unterzeichnet hatte, strömten am 4. Februar 1962 mehr als 1 Million Menschen auf den Platz der Revolution. Als Nationalversammlung des kubanischen Volkes verabschiedeten sie dort per Akklamation die zweite Deklaration von Havanna, in der sie bekräftigten, trotz der Aggressionen, Drohungen und der völkerrechtlichen Blockade der Vereinigten Staaten, den Widerstand und den Aufbau des Sozialismus fortzusetzen. Zitat Ende von Volker Hermsdorf. Die US-Politik gegenüber ihren Nachbarn wird immer intensiver kritisiert.
So haben am 2. November 2023 in der UN-Generalversammlung 187 Staaten die Blockade der USA gegen Kuba verurteilt und ihre bedingungslose, sofortige Beendigung gefordert. Lediglich zwei Staaten waren für die Beibehaltung der Blockade, nämlich, wen wundert's, die USA und kubanischer Sprachgebrauch, ihr Lakai Israel, los Yankees y su Lakaio Israel. Mit überaus deutlichen Statements prangerten alle Rednerinnen die von den USA seit 1962 unilateral verhängte Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade als völkerrechtswidrig und eklatante Menschenrechtsverletzung an. Und sie forderten die US-Regierung auf, Kuba von ihrer sogenannten Terrorliste zu nehmen. Denn dieser Willkürakt entbehre jeder Grundlage. Vom Repräsentanten Singapurs wurde erwähnt, dass 80% der Bevölkerung Kubas nur ein Leben unter Blockadebedingungen kennen. Ähnlich deutlich waren die Ergebnisse im Rahmen des Internationalen Tribunals über die US-Blockade gegen Kuba, das im November 2023 unter dem Vorsitz des Hamburger Völkerrechts- und Menschenrechtsprofessors Norman Pech mit Unterstützung von Fachleuten unterschiedlicher Rechtsgebiete sowie Betroffenen in Brüssel durchgeführt wurde. Es wurde offensichtlich und war schockierend, welche weitgehenden Schäden und Störungen die Blockade sogar auch für europäische Bürger verursacht. Im Urteil dazu heißt es, Zitat, die Blockade hat direkt und indirekt zum Verlust zahlreicher Menschenleben geführt. Und die Entscheidung der USA, diese Blockade so lange aufrechtzuerhalten, bis das kubanische Volk beschließt, sich den USA zu beugen, ist entschlossen, Maßnahmen aufrechtzuerhalten, die langfristig die physische Zerstörung zumindest eines Teils des kubanischen Volkes herbeiführen sollen. Eine solche Haltung könnte den Tatbestand des Völkermordes erfüllen. Zitat Ende. Die Schlussfolgerung des Tribunals lautet, da die zahlreichen Sanktionen und die US-Gesetze, auf denen sie beruhen, rechtswidrig sind, müssen sie aufgehoben werden. Die USA müssen für den Schaden aufkommen, der dem kubanischen Staat, seinen Unternehmen und Bürgern entstanden ist. Unterdessen wächst der Druck gegen den Anspruch der USA, weltweit ihre Interessen durchzusetzen. Gefordert werden konkrete, spürbare Maßnahmen zur Beendigung der US-Blockade gegen Kuba, zu deren Umgehung, zu wirksamen Gegenmaßnahmen und endlich die Umsetzung der sogenannten Anti-Blocking Resolution der Europäischen Union von 1996. Zahlreiche Aktivitäten von Vereinen, NGOs, Parteien, Kirchen, Verbänden und Solidaritätsgruppen wurden und werden durchgeführt, um eine breitere Öffentlichkeit zu informieren und politische Entscheidungsträger zu aktivem Handeln gegen die Blockade zu bringen. Soweit nochmal aus der Presseerklärung des Vorstandes des Netzwerks Informationsbüro Kuba. Abschließend heißt es darin, vor diesem Hintergrund fordert das Netzwerk Kuba die Bundesregierung sowie die Europäische Union auf, die US-Blockade und die Sanktionen gegen Kuba mit allen Mitteln zu umgehen, unwirksam zu machen und zu deren Abschaffung beizutragen. Des Weiteren muss die US-Administration dazu gebracht werden, in ihrer Außenpolitik die Menschen- und Völkerrechte zu respektieren und beispielsweise unilaterale Waffenlieferungen in Krisengebiete wie Nahosten oder Ukraine oder auch unilaterale Sanktionen wie gegen Kuba, Venezuela, Nicaragua und Iran zu unterlassen und zu beenden. Soweit nochmal die Presseerklärung des Netzwerk Kuba, Zitat Ende. Viva Cuba Socialista! Viva Cuba Socialista! Abajo el bloqueo! Abajo el bloqueo! Viva la solidaridad internacional! Viva la solidaridad internacional! Hasta la victoria! Siempre! Muchas gracias.